Heute montieren wir den PSA 1 Gelenkarm von Rode. Die Besonderheit in diesem Video, dieser Gelenkarm wird heute wandmontiert. Ich bin Marc Molder und willkommen zu meinem neuen Video. Das Problem bei meiner heutigen Aufgabe ist allerdings, dieser Gelenkarm ist nicht für die Wandmontage geeignet. Ich möchte aber über meinen Monitor hinweggreifen, also muss ich diesen Arm an der Wand montieren. Dieser Arm ist ein sehr massiver Arm, hier kommen sehr schwere Mikrofone dran, was also bedeutet, hier unten an diesem Punkt haben wir eine massive Kraftentwicklung. Diese ist so stark, dass ich selbst hier unten diesen Arm nicht mal mehr mit der Hand halten kann, wenn ich ihn nach unten biege. Also müssen wir hier sehr viel Kraft aufnehmen können und dieses auf die Wand übertragen können, ohne dass der Arm aus der Wand reißt. Ich möchte das realisieren mit den im Lieferumfang enthaltenen Mitteln und möchte mir hier nichts extra bauen müssen. Im Lieferumfang des Armes sehen wir den Arm, eine Tischbefestigung und eine Befestigung für ein Loch. Das heißt, wenn wir durch einen Tisch durchgebohrt haben, können wir hiermit unseren Arm befestigen. Was können wir hier nun machen? Wir könnten hier eine Halterung bauen, mit der wir an die Wand gehen und hier quasi ein Stück Holz nehmen, ein Loch hindurchbohren und das an die Wand schrauben. Das ist mir aber viel zu aufwendig. Kommen wir also zu unserem Tischhalter. Diesen können wir sehr schnell zu einem Wandhalter umbauen. Wir sehen, es ist eigentlich alles da. Wir haben hier eine Fläche zum Anschrauben an die Wand. Wir haben einen sehr massiven Halter und damit können wir eigentlich schon loslegen. Was mache ich als erstes? Ich entferne hier unten diese Lasche, da ich sie nicht mehr benötige. Als nächstes benötigen wir nun unsere Befestigungsmöglichkeit für die Wand. Hierfür habe ich diese Holzfressschrauben vorgesehen. Diese haben einen Durchmesser von 8 mm. Hierfür benötigen wir 10 mm Dübel. Ich habe Mauerwerk, deswegen verwende ich hier diese Knotdübel. Diese falten sich hinten in der Mauer auf und überbrücken somit eventuelle Hohlräume. Habt ihr normale Betonwände, könnt ihr natürlich auch die Standarddübel verwenden. Damit der Halter sich nicht an der Wand dreht, benötigen wir natürlich zwei Verschraubungen, also bohre ich als erstes hier zwei Löcher ein. Wählt den Abstand dieser beiden Löcher nicht zu eng, sodass ihr vernünftig arbeiten könnt und die Kraft auch ordentlich auf die Wand verteilt wird. Da es sich hierbei um einen sehr massiven Flachstahl handelt, bohre ich zuerst mit einem 4 bis 6 mm Bohrer vor. Da ich 8 mm Schrauben verwende, bohre ich hier mit einem 10 bis 10,5 mm starken Bohrer auf, damit ich etwas Spiel in den Bohrungen habe, um eventuell den Halter an der Wand noch etwas ausrichten zu können. Noch ein kleiner Hinweis beim Bohren in Metall, achtet bitte darauf, dass ihr euer Werkstück gut festspannt, haltet es bitte nicht mit der Hand fest, das Werkstück könnte hängen bleiben, könnte sich am Bohrer drehen und euch schwer verletzen. Um einen eventuell entstandenen Grat noch etwas zu entschärfen, verwende ich einen Senker und senke beide Bohrungen auf beiden Seiten an. Der so vorbereitete Halter ist nun bereit für die Wandmontage. Wir prüfen nochmal, unsere Schrauben passen durch und haben auch dementsprechend Halt. Selbst ein Dübel würde hier noch hindurch passen. Ich benötige 10er Dübel, was also bedeutet, ich könnte sogar durch diese Bohrungen hindurch in die Wand hineinbohren. Noch ein kleiner Zusatztipp, da wir hier auch größere Bohrungen gesetzt haben, empfehle ich euch für die Schrauben dementsprechend geeignete Karosseriescheiben oder Unterlegscheiben zu verwenden, sodass eure Schrauben auch sicher die Löcher abdecken können. Den Befestigungsort des Schwenkarmes solltet ihr vernünftig wählen. Messt bitte vorher den Schwenkarm aus, messt die maximale Auslage und wählt eine vernünftige Befestigungsposition, sodass ihr euer Mikrofon ordentlich vor euch positionieren könnt. Noch ein kleiner Zusatztipp, da jetzt hier Bohrmehl entstehen wird beim Bohren, möchte ich dieses natürlich auffangen und nicht hier in meine komplette Computeranlage verteilen. Also nehmt ihr einfach ein DIN A4 Blatt, klebt es so unter die Bohrungen und könnt somit euer Bohrmehl auffangen und dann ganz einfach entsorgen. So, wie wir sehen, kein Bohrmehl ist daneben gefallen, ich habe hier nichts verschmutzt. Noch ein kleiner Zusatztipp, dieser Halter ist natürlich schwarz und ich habe ihn zugeschnitten, also sind hier manche blanke Stellen. Wenn ihr das nicht lackieren wollt, nehmt einfach einen schwarzen Edding und übermalt einfach die blanken Stellen. Korrosion wird es hier im Innenraum eh nicht geben, also brauchen wir hier nicht aufwendig zu lackieren.
Bevor ich die beiden Schrauben nun richtig festziehe, richte ich nochmal alles gerade aus. Dies funktioniert, weil ich größere Löcher gebohrt habe. Nach dem Anziehen stecke ich nun noch diese beiden Kunststoffkappen auf und stecke meinen Mikrofonarm ein. Nun montiere ich noch mein Mikrofon und meine Arbeit ist damit abgeschlossen. So, und damit komme ich dann auch langsam zum Ende meines Videos. Wir sehen, ich habe meinen Arm, meinen Mikrofonarm erfolgreich montiert. Er greift schön über meine Monitore hinweg, ohne dass ich hier mein Sichtfeld in irgendeiner Form blockiere. Und ich kann ihn auch schön nach oben wegklappen. Wir sehen auch, dass ich das mit sehr wenig Materialien hinbekommen habe. Noch ein kleiner Hinweis, diese ganzen verwendeten Materialien findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal auf YouTube, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage damit tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.